Endlich ist es soweit. Endlich gibt es wieder Apps für euch und für sie. Wie auch immer sie angesprochen oder wie du angesprochen werden willst. Fantastische Apps habe ich. Richtig Weltklasse-Apps nach dieser langen Pause. Nicht mich auch an, glaube ich, 156 Abonnenten, die wir erreicht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, es werden noch sehr, sehr viele mehr. Ich werde in ihr Kopfhörer verlosen. Das ist meine erste Verlosung, die ich machen werde. Nagelneu natürlich, nicht getragen, um Gottes Willen. Das ist das erste, was ich an euch verlosen werde. Also aufpassen, ab 250 Abonnenten geht die erste Verlosung los. Sage ich jetzt schon mal. So. Fantastische Apps habe ich, die ihr völlig kostenlos euch runterladen könnt heute wieder. Und eine App, das hat es mir ganz besonders angetan, das werde ich als zweites vorstellen. Fangen wir heute an mit I Am Light. Ich habe mehr von dieser Light-Version erwartet, aber was Light-Versionen so an sich haben, sie sind halt nur Light. Aber ja, hat einen sehr, sehr, sehr doll negativen Punkt. I Am Light sieht erstmal fantastisch aus, funktioniert fantastisch, darüber brauchen wir überhaupt nicht zu sprechen. Bei I Am ist es ja so, dass wenn man das App verlässt, trotzdem noch in ICQ online ist und dann bekommt man auf so ein Bild auf dem Bildschirm so eine Nachricht. Kann man jetzt schlecht machen, kann ich Ihnen mal zeigen, wenn es denn funktioniert. Genau, man hat auch noch so einen Hintergrund, aber das Ding ist, wenn man etwas sendet, dann wird immer unten Werbung gemacht. Das sehen Sie da jetzt auch schon ganz schön. Da wird immer Werbung unten mit hingepostet. Das ist so ein ganz, ganz negativer Punkt von I Am Light. Ansonsten kann man das ganz genauso verwenden wie jedes andere, wie das normale I Am Light. Das Geile ist, das sehen Sie jetzt hier auch, zap, 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 zap. Da bekommen Sie dann auf dem Display angezeigt, wie jetzt hier, Beispiel Kevin, liebe Grüße auch ein Abonnent von mir, kenne ich auch persönlich, liebe Grüße nach Wittorf, jetzt wissen Sie auch, wo er wohnt. Und dann kann man hier einfach auf Anzeigen gehen und dann gibt's schon mal so eine Vorschau, wie Sie eben gesehen haben, Kevin Doppelpunkt und dann haben Sie das da. Jetzt in groß. Fantastisch, sieht auch genial aus. Es ist halt ein bisschen Werbung hier oben, aber das ist halt beim Senden dann immer das erste Mal Werbung kommt, damit muss man dann halt umgehen können. So, fantastisch. Das ist nur, genau, und dann wird hier nochmal an der Seite der Messenger angezeigt, welchen ich gerade nutze. Das ist jetzt ICQ. Damit man auch weiß, aha, das ist Kevin aus ICQ und nicht Kevin aus MSN. So, fantastisch. Also die Werbung muss man wissen, ob man damit umgehen kann. I Am Light, ansonsten eine super, super Sache. Man kann sich hier auch genau die Tastatur auf und zu machen, kann man hier unten klicken. Auch sehr fantastisch. Ladet euch I Am Light runter, das ist wirklich ganz, ganz genial und natürlich besser als Nimbus. Da bekommt man nämlich gar keine Informationen. Zwar die coole, kostenlose Alternative, aber I Am ist da doch schon etwas genialer. Genau, da kann man dann auch alles einstellen. Genau, da kann man die Accounts einstellen. Zeige ich jetzt nicht, sonst sieht man, aber man weiß ja eh. Genau, und dann kann man da Edit und löschen oder hier andere Messenger hinzufügen. Übrigens auch Twitter möglich, wie Sie hier gerade sehr schön sehen können. So. Ja, I Am Light, fantastisch. Also, super App. Jetzt komme ich zu einer noch genialeren App. Ich habe es schon so, so oft ausprobiert und in so vielen verschiedenen Variationen. Es gibt auch ein Video hier auf YouTube auf meinem Kanal, könnt ihr euch gerne angucken. Habe ich auch rechts an der Seite verlinkt. Da habe ich ein Video gemacht und da haben sich viele gefragt, wie hat er denn die Bilder gemacht? Und zwar mit Photophonia, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ein Weltklasse-App. Das ist mein App des Monats. Damit kann man Bilder zaubern. Das ist genial. Und zwar funktioniert es ganz einfach. Man kann dann hier irgendwas auswählen. Ob jetzt Bodybuilder oder ein brennendes Bild. Eine Haltestelle oder im Buch oder was man halt so will. Da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten. Als Engel, als Bier. Richtig, richtig. Genial. So, und dann kann man einfach mal
das auswählen hier. Das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht benutzt. Und dann wählt man hier einfach ein Foto aus. Dann sucht man sich ein Foto aus, welches man denn gerade so hat. Wählt man irgendein Foto aus, zack, dann da wichtig bei diesem App ist Internetvoraussetzung, also ansonsten kriegt man da wirklich so ziemlich gar nichts angezeigt, aber es ist wirklich genial, das geht auch fix. Und dann hat man das Bild fertig. Hier unten ist ein bisschen Werbung, aber das stört überhaupt nicht. Dann klickt man hier oben auf Speichern und dann wird es automatisch abgespeichert und das kann man hier unten unter Fotos wiederfinden. Das findet man dann hier, gesicherte Fotos. Da unten hat man es dann. Ich glaube, man kann es auch drehen. So, die Qualität ist jetzt nicht so wirklich genial, liegt aber, glaube ich, auch mit daran, dass beim iPhone das ja über das T-Mobile-Netz geht oder allgemein über ein GPRS-Netz. Und das UMTS-Netz ist ja das 3G-Netz, UMTS-Netz, wie auch immer. Das ist ja sehr selten wirklich, dass man das hat. Und das würde viel zu lange dauern, wenn man das in einer guten Qualität herstellen würde. Aber ich finde, die Qualität reicht und es sieht witzig aus. Und ja, genau, das habe ich auch nochmal gemacht. Ich finde, sieht sehr fantastisch aus. Ja, das sind jetzt hier verschiedene Sachen. Jetzt habe ich hier schon wieder Werbung für ein Unternehmen gemacht, meine Damen, das geht gar nicht. So, probiert es mal gerne selber aus. So, ich zeige euch mal, wie das auch aussehen könnte. So zum Beispiel. Ich finde, das sind wirklich sehr witzige Bilder, die man dann einfach mal machen kann. Und probieren Sie es auch gerne einfach mal aus. Ich finde es ultra genial. Ganz ehrlich, ich finde es ultra genial. So, genau. So, ich habe noch eine App für Sie und zwar für alle Leute, für alle, die gerne kochen. Gibt es Rezepte von Dr. Oetker, die sehen Sie unten. Und mir gefällt es sehr gut, weil es gibt Leichtigkeitsstufen. Da sind die Rezepte also unterteilt in Stufen, wie schwer sie halt sind, wie schwer sie nachzukochen sind. Genau, dann lädt das hier, Sie sehen das, lädt jetzt relativ lange. Ich muss immer wieder sagen, die Qualität vom iPod Touch sowie vom iPhone, das kann ich jetzt während er lädt mal sagen, die ist wirklich fantastisch, oder? Da muss man Apple mal wirklich sagen, das ist genial, es ist flach, es ist so fantastisch. Man kann es selbst, wenn ich habe es jetzt schon ein Jahr oder so, den iPod, diesen iPod Touch 2G und das ist genialistisch. Wirklich genial. Dann kann man sich hier auswählen, was man denn mal machen will. Rührkuchen, oder ob man lieber was kochen will oder Desserts backen, kochen. Desserts. Kann man hier sagen, ich möchte eine Torte. Und dann bekommt man Rezepte für eine Torte. Und dann kann man hier sagen, was man, wie lange, ja, bis 20 Minuten, länger darf es nicht dauern. So funktioniert's. Ja, Start. So. So. Suche gab keinen Treffer. 60 Minuten plus. Mal gucken, ob er da was findet. Rezept wird geladen. Aha! Erdbeer-Kokosquark. Kann man nicht größer ziehen? Kann man sich das dann abspeichern? Zubereitungszeit dauert schon ein bisschen. Kann man sich das Rezept ansehen? Oh, genial, oder? Das gefällt mir richtig gut. Da kann man auch einfach mal ganz einfach. Natürlich werden immer, benutzen Sie die Mischung von Dr. Oetker gesagt, aber Sie können natürlich auch billige Variationen dazu benutzen. Sollten Sie aber nicht. Dann schmeckt es vielleicht eventuell anders. Fantastisches App, finde ich. Man kann dann hier auch Sachen suchen. Er gab keinen Treffer. Gut, probieren Sie selber mal aus. Fantastisches App, wie ich persönlich finde. Ja. Einfach mal ausprobieren. Verkehrsinformation Mobile. Da bekommen Sie die aktuellen Verkehrsinformationen. Genau. Aktuellen Standort brauchen wir natürlich. Dann bekommen Sie direkt die Verkehrsinformation auf Ihren iPod Touch oder auf Ihr iPhone. Für alle Autofahrer, für alle Rollerfahrer. Sehr
Ja, ich meine, die Rollerfahrer kommen eh überall durch, also es ist immer so. Ich bin momentan auch in einem Roller-Tuning-Forum, was ich an dieser Stelle mal grüßen will. Fantastisches Forum. So. A1 Lübeck Richtung Hamburg zwischen Kreuz Bergheide und Ahrensburg. Ja, genau. Gesperrt. 36 Kilometer. Genau, und dann kann man hier alles Mögliche sich anzeigen lassen. Verkehrsprognose. Autobahn. Neun Meldungen auf der A1. An die kann man sich dann anklicken und dann bekommt man da Informationen dazu. Praktisch, kurz bevor man losfährt auf dem iPad Touch oder unterwegs auf dem iPhone, einfach mal gucken, was so los ist. Bundesländer kann man hier auch einstellen. Probieren Sie es einfach selber mal aus. Das war's schon wieder. Es kann dauern, bis das nächste Video kommt. Ich hoffe, ihr bleibt mir treu. Danke an alle Abonnenten. Bis bald, euer Chris. Danke und tschüss.